Ich habe aus Erikas Gedächtnis das Hacken gelernt, also kann ich das jetzt so gut wie sie. Ich versuche sogar zu reden wie sie. Und? Was meinst du? Ja, läuft, ne? Jetzt kapierst du es langsam. Bitte ihn um die Details. Ach, und sag meinem Bruder nichts von dieser Aktion. Wormon, achte du darauf, dass er keine komischen Sachen macht mit dem Avatar. Zu spät. Okay. Hey, was soll denn das heißen, komische Sachen? Ich zeig's dir, Wormon. Komm näher. Entschuldigung. Egal, es ist jedenfalls alles startklar. Gehen wir zum Avalon-Server. Okay. So, wir haben jetzt Wormon dabei. Hey, hattest du schon mal mit jemandem? Ja. Ah ne, warte mal, war geheim, Entschuldigung. So, wir was? Warte. Oh Gott, jetzt laufen wir wirklich als sie hier rum, ne? Schön. Warum nicht als Yuko rumlaufen? Kamishiro Enterprise. Zack. Ich bin in der Zentrale von Kamishiro, aber wie komme ich denn jetzt zum Avalon-Server? Oh, Fräulein Yuko, ich wusste nicht, dass Sie heute kommen. Kann ich irgendwie behilflich sein? Super, meine Verkleidung funktioniert. Avalon-Server, verstanden. Darf ich Sie eben begleiten? Hier entlang bitte. Bitte sagen Sie mir Bescheid, falls Sie noch etwas benötigen. Bis bald. Schön. Wow, das ist also der Avalon-Server. Ich bin zum ersten Mal in einem Unternehmensserver. Wir sollen in das Zentrum gehen und die Malware einbauen, ja? Die Security-Digimon sind hier ziemlich stark, also passt gut auf. Oh, geil, starke Digimon sind geil. Woher ich das weiß, obwohl ich zum ersten Mal in so etwas unterwegs bin? Wie gesagt, teile ich mir mit Erinnerungen mit Erika. Was Erika also weiß, weiß ich auch. Aha. Wie das möglich ist? Erikas Gedächtnis wird digitalisiert und in Eden gespeichert, um ihre Krankheit zu behandeln. Deshalb kann ich darauf zugreifen. Nein. Du kannst mich jederzeit alles fragen. Ich will den Datenabruf von Erikas Erinnerungsserver üben und sie hat gemeint, ich dürfte dir alles sagen. Oh, alles. Was hat sie an? Was? Was trägt Erika gerade unten rum? Durch ihre Krankheit fällt es Erika schwer, ihr Gehirn zu steuern. Normalerweise ist die Kapazität begrenzt, die Leute nutzen können. Erikas Gehirn hat sich nicht so unter Kontrolle. Wenn man nichts dagegen tut, strengt es sich zu sehr an und wird überhitzt. An welcher Krankheit leidet sie denn jetzt? Sag doch mal, was sie jetzt anhat. Durch ihre Krankheit fällt es Erika schwer, ihre Gehirn zu steuern. Normalerweise, ja gut. Wie wird sie behandelt? Weich der Frage bitte nicht aus. Indem wir ihre Erinnerung digitalisieren und auf einem besonderen Server in Eden speichern, wird die Auslastung ihres Gehirns reduziert. Erika ist über ein Gerät ständig mit dem Server und den Erinnerungen verbunden. Sie synchronisiert sie manchmal und bearbeitet Daten im Krankenhaus. Das ist eine besondere Behandlung, die sie nur im Zentralkrankenhaus in Zusammenarbeit mit Kamishiro anbieten können. Was sonst so? Wenn man sie einfach lässt, gerät die Signale vor ihrem Hirn von ihren Hirn zu den Organen durcheinander und schwächen sie. Gut, ich kann die Infos von Erikas Erinnerungsserver wohl ohne Probleme abrufen. Ja, scheint so.
Gut, gehen wir. Die anderen haben mit ihrem Ablenkungsmanöver schon begonnen. Erikas Erinnerungen sind in Eden? Ich konzentriere mich lieber erstmal auf die Mission. Ja, wird auch Zeit. Wir haben noch kein einziges Digitationsding gemacht hier heute. Oder? So, wir können uns in Kamishiro mal endlich mal ein bisschen bewegen. Und hier sollen die Digimons stark sein, also freue ich mich jetzt schon drauf, weil starke Digimons geil. Murmox-Medaille. Okay, klingt komisch. Kommen hier auch Digimons? Hallo, Digimons? Digimons? So, was haben wir hier? Platin. Ah, ein Kabuterimon. So, erstmal ins Gesicht treten. Erstmal als Renamon ins Gesicht treten, ne? So, Fuchsfeuer und tot. Bane. Jetzt aber tot. So, dann können wir jetzt endlich mal wieder ein paar Digimon-Kämpfe machen. Meine Güte. Wird auch langsam wirklich Zeit. Wir haben heute sehr, sehr wenig mit Digimon gemacht, muss ich sagen. Also hauptsächlich haben wir Frauen angebaggert. Man hat jetzt auch was fürs Leben gelernt. Also ihr wisst ja jetzt, wie es geht, ne? Ihr wisst ja jetzt, wie es geht mit Frauen anbaggern. Also bemüht euch. Na klar, wir gehen rein. Warte, wir machen... Was? So, eine Wand zusammenschlagen kann ich eigentlich. Also normalerweise kann ich das. Es dauert halt nur mal ein bisschen bei dem. Anneliese, welches blasse Mädchen meinst du, wenn du diesen weißen Geist machst, dann wissen wir da ja aber aus dem ersten Teil, wer das ist. So, wir machen, ja, normale Angriffe sind jetzt auch nicht so stark. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, das hat bestimmt noch irgendwas zu bedeuten mit dem, dass ihr Kopf überhaupt oder ihr Gedächtnis da drin ist. Vielleicht müssen wir sie ja noch irgendwann retten oder so. Ja, wie kann ein Gehirn eigentlich überlastet sein, besonders bei einer Frau? Entschuldigung. Hat er nicht gesagt. Oh doch, hat er. Er steht dazu. So, Layla hat leider nie genügend SP, muss ich sagen. Sind wir tot? So gut wie. Absorbieren wir SP zufällig? Wow, 5. Okay, das ist echt nicht viel. Ich weiß nicht, ob Verteidigungsbrecher da was nützt. Aber schön, Minako, dass du jetzt auch endlich den Schlag erkennst. Albtraum. Warum werde ich dafür eigentlich geschlagen? Das ist doch ganz normal. Okay, wir leben alle noch. Muss ein bisschen aufpassen.
Boah, diese Wand, ne? Die ist echt hart. Ich frag mich, ob das eine Mauer nach Mexiko ist. Ich frag mich, ob Trump die da hingestellt hat, die Mauer. Das weiß man ja heutzutage auch nicht mehr so. Kann alles sein. Das ist die gute alte Trump-Mauer. Er heilt sich, oder? Arschloch. Okay, wir machen echt verdammt wenig Damage. Aber wir kriegen die Wand trotzdem down. Town down. Oh nein, er will gleich wieder löschen, ne? Löschen ist nicht gut. Echt? Ich dachte, es gibt zwei verschiedene blasse Wesen, beziehungsweise Geister. Ich dachte vom Anfang an, ich kann mich daran erinnern, dass am Anfang darüber gesprochen wurde. Ich dachte am Anfang meinten die damit, den Jungen. Meinst du, das ist eine Sachsenmauer hier? Ja, tot. Die Mauer muss weg. Und wir haben es geschafft. Und der nur 1000. Oh, und der nur 1000 dafür, ey. Schön erstmal hier weiter mit dem Arsch wackeln. Speicher ab. Ja, Speicher ab. Warte. Wir haben schon zwei, ne? Mein Gott, wir haben schon zwei Speicher-Ups. Okay, ich muss erstmal ganz kurz zurück. Es tut mir leid, wir müssen erstmal ganz kurz zurück. Ich muss. Tod. Wir müssen jetzt erstmal ganz kurz zurück ins, ne? Ins. Mann. Ins Digimon-Labor. Weil erstmal haben wir Speicher abbekommen. Zwei Stück haben wir jetzt schon. Das müssen wir erstmal auffüllen, damit wir auch gleich unsere Digimon mitleveln. Ist ja auch wichtig. Ich habe vergessen, wo es lang geht. Ich glaube, hier lang? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wie viel Speicher ab gibt es denn. Ich glaube so, dass man dann wirklich nachher 6 Mega-Digimon mitnehmen kann. Oder alle deine Mega-Digimon mitnehmen kann. Aber wie viele das insgesamt gibt? Boah, gute Frage. Aber meinst du, da läuft jetzt noch ein zweiter Geist rum? Ich weiß, dass mal am Anfang drüber gesprochen wurde, aber mehr weiß ich auch schon nicht mehr. So, dann können wir uns auch gleich erstmal heilen hier. So. So, wir haben jetzt 11 Punkte mehr. Oh, hier. Ach nee, warte, halt. Hahaha, Iris ist das ja. Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir. Ja, ich glaube 11, oder? Ich glaube, geht, oder? So, Angriff braucht noch ein bisschen. Ah, das kriegen wir hin. Ah, das schaffen wir, glaube ich. So, Layla, ja. Ja, alles müssten wir rein. Layla müssten wir rein theoretisch zurückdigitieren lassen, ne? Damit Fähigkeit steigt. Fähigkeit ist bei 13, ja. Dann wird Layla erstmal wieder Sang-Laubmon. Oder Loopmon oder Lautmon oder ich weiß nicht mehr, wie das hieß, genau. Wird Layla erstmal wieder der Wolf. Sagen wir es erstmal so, Layla wird erstmal der Wolf. So, wie weit ist dein?
auf 20. Ach ja, jetzt brauchen wir es ja gerade gar nicht. Hier geht auch noch nichts, ne? 26. Natürlich, noch 3 Level fehlten. Lynn kann sie Edemon digitieren, aber nö. So, dann nehmen wir jetzt erstmal ganz kurz. Wir nehmen jetzt erstmal Chat mit. Layla würde ich aber schon gerne dabei behalten, aber wir können Chat jetzt ja auch so mitnehmen. Müssen wir nur mal gucken. Wir haben jetzt noch 5. Platz für 5, also ein 5er. Noch ein Agumon mitnehmen. Haben wir da irgendwas von? Apropos irgendwas von haben. Sind diese Digimons hier nicht langsam mal bereit zur Digitation? Kann eigentlich nichts Besonderes. Papumon. Auch nichts Besonderes. Kunimon. Können wir zu Zunemon digitieren lassen? Ich glaube, es waren 11 Mega-Digimons. Jetzt ist hier aber, das bringt uns alles nicht sehr viel. Wir haben auch nichts, was wir jetzt da machen können. Was machen wir denn da? So, wir können auch einen 5er mitnehmen auf jeden Fall. Beziehungsweise, wen haben wir denn jetzt noch alles dabei? Lion können wir noch. Impmon. Oder hier, machen ganz einfach. Nehmen wir Mr. M mit, dann passt das da noch mit drin. Zack. So. So, was war das? Das kann das vierte. 1, 2, 3, 4. Das hier soll das sein. Können wir sogar die Digitation von machen. Machen wir das jetzt noch. Und dann machen wir gleich Feierabend, wa? Ja, das sieht nach der richtigen Digitation aus. Okay, das sieht aber... Sieht schon ein bisschen aus wie Jessmon. Muss man ja sagen, es sieht schon ein bisschen aus wie Jessmon. Und schon ist der Gruppenspeicher wieder voll. Ja, großes Kino. Ja, so viel dazu. War auf jeden Fall sehr lange dabei gewesen. Nehmen wir Kaiju mit, dann können wir uns einen Skullgreymon machen. Der muss ja sowieso mit. So oder so muss der mit. Nur diesen Dungeon, das ist so doof. Wir brauchen auch immer noch W-Mons. OWOW-Mons. Na gut, aber wie gesagt, ich würde mal sagen, wir beenden das Ganze jetzt hier. Also zumindest erstmal die YouTube-Aufnahme. Wir können ja gleich noch ein bisschen im Stream quatschen, aber ich werde auch langsam müde und ich verhungere hier langsam aufs Übelste und naja. Ja, Kaiju, jetzt bist du mal dabei. Wie gesagt, du wolltest ja Skullgreymon werden. Skullgreymon hat schon Stil und kriegen wir doch hin. Hallo Pascal, bis jetzt. Genau bis jetzt. Bis 21 Uhr wird gemacht. Zu spät. Ja, Edemon kann ja auch noch zu Platin Nunemon werden, wenn es denn irgendwann mal soweit ist. Na gut, ich laufe jetzt aber nicht weiter hoch und runter. Ich verabschiede mich jetzt erstmal von den Leuten auf normales Video-YouTube, weißt du? Also die das nachschauen, verabschiede ich mich jetzt erstmal. Wir können jetzt gerne gleich noch ein bisschen im Stream quatschen, damit Valkyra noch ein bisschen länger wach bleiben muss. Da muss sie dann halt durch. Das ist dann Pech. Na gut, ich sage jetzt erstmal, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. In den Zwischendingern werde ich wohl erstmal wieder leveln und ein paar Hackeraufgaben machen.
Montag gibt es wieder Kingdom Hearts. Ich verabschiede mich jetzt erstmal vom YouTube-Ding und wir quatschen gleich noch ein bisschen im Stream. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.